Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, mit über 100 Seiten liegt uns ja mal wieder ein schwerer Brocken vor, über den wir zu befinden haben. Für Laien sind ja auch die Vielgestaltigkeit und das Ausmaß der rechtlichen und tatsächlichen Anforderungen an den Justizvollzug kaum vorstellbar. Wenngleich uns doch einiges, vor allem die weitgehenden Rechte verurteilter Straftäter hier und da zu weit gehen. Die Belastung der Bediensteten, darauf möchte ich auch gerne eingehen, im Justizvollzug muss groß sein. Die Angst, irgendwas falsch zu machen, ist deren täglicher Begleiter, umso mehr, als die Beamten und Angestellten es häufig mit Straftätern zu tun haben, die im Provozieren geübt sind und um die Zwänge eines rechtsstaatlichen Vollzugs wissen. Kein Wunder, dass die Justizvollzugsanstalten ganz besonders unter Nachwuchsmangel leiden. Ein anstrengender Beruf, bei dem die Beschäftigten leicht in Situationen geraten, selbst mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Mit Nacht- und Wochenendschichten, mit dem Elend der Gesellschaft und skrupellosen Verbrechen umgehen. Und das in der Laufbahn des mittleren Dienstes, also für relativ wenig Geld. Perspektivisch wird sich diese Unterbezahlung kaum auf Dauer aufrecht erhalten lassen. Überbelegt und unterbezahlt, so lässt sich eigentlich diese Misere in kurzen Worten zusammenfassen. Apropos Überbelegung. Die Not von Häftlingen wie auch vom Personal in den überbelegten Anstalten hätte sich übrigens vermeiden lassen, wenn die Regierung Kretschmann in den vergangenen letzten 8 Jahren auf die Fachleute gehört und den Aufbau von Haftplätzen forciert hätte. Nichts dergleichen geschah, ebenso wenig wie im Maßregelvollzug, bei dem dieses Land schon mitten in der Krise steckt und Straftäter, das haben wir ja von den Kollegen gehört, wieder auf die Leute losgelassen werden. Wenn Häftlinge aus Platzmangel freigelassen werden müssen, ist das die Bankrotterklärung ihrer Politik, meine Damen und Herren. Viele Änderungen in dem vorliegenden Gesetz sind Vorkehrungen und Ultima Ratio gegen einen Platzmangel, der so niemals hätte entstehen dürfen. Und Frau Ministerin, Sie hatten ja die unendliche Geschichte von Rottweil ja auch angesprochen. Das ist im Hinblick auf Pleiten und Pannen praktisch der Berliner Flughafen von Baden-Württemberg. Und ein Versagen dieser Regierung. Die Bürger wie auch Politiker können sich nicht zuletzt bei der CDU und der Ex-Kanzlerin Merkel bedanken. Unter ihrer Ägide, das muss auch gesagt werden, kamen ab 2015 viele sogenannte Gäste nicht nur nach Deutschland, sondern auch sehr schnell in den Knast. Im Vergleich des Jahresdurchschnitts 2015 zum Jahresdurchschnitt 2019 hat sich ein Anstieg der Belegung um rund 800 Gefangene, vorwiegend Asylantragsteller, im geschlossenen Vollzug ergeben. Ein Anstieg, den es so vorher noch nie gab. Die Schutzgewährenden mussten vor ihren Schutzsuchenden geschützt werden. Und das setzt sich fort bis heute. Augenfest zu kneifen hilft nicht, meine Damen und Herren von der CDU. Eine einfache Rechnung, fast alle geplanten Neubauvorhaben von ca. 1000 Plätzen hätte man sich sparen können und x Milliarden an Kosten. Und auch sonst hilft es nichts, dass in die Jahre gekommene Justizvollzugsgesetzbuch bedurfte eine Generalüberholung. Diese ist im Großen und Ganzen auch gelungen. Die angehörte Fachwelt von Gerichten, Gewerkschaften und der JVA haben sich fachkundig und aus der Praxis auch positioniert. Leider wurden zu wenige ihre Einwendungen und Vorschläge auch übernommen. Allzu oft standen übertriebene, abstrakte Verhältnismäßigkeitsüberlegungen übervorsichtiger Juristen da hier auch im Weg. Zum Nachteil der Beschäftigten, jener, die Tag für Tag schwierigste Situationen zu meistern haben, haben die Bedenkenträger leider oft gewonnen. Das ist im Sinne von Personal- und Nachwuchsgewinnung nur zu bedauern. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Aus den vorgenannten Gründen werden wir auch deshalb diesen Gesetzesentwurf ablehnen. Vielen Dank.